Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Link Challenge. Pokémon Platin Soul Link Challenge mit Wolf. Und ja, beim letzten Part ist es ja uns, ist ja ziemlich viel kaputt gegangen. Ja. Und der Soma hätte aufs Köln fast wieder ein Pokémon verloren. Es ist eine Katastrophe mit dem Trainieren von den schwachen Biestern hier. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wir dürfen bis Level 22. Weil Gardenias Pokémon, also besser gesagt Silvana, weil ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie sie heißt. Ihr höchstes Pokémon ist Level 22 und bis dahin können wir 4 Pokémon fangen. Beziehungsweise wenn wir in ewig genau nicht angeln, wären es 3. Ich denke, wir kriegen ein Ei. Ja, aber das Ei bekommt man erst nach der Arena-Leiterin. Achso. Warum bin ich so blöd und setze Unheilböen gegen einen Snubbulein? Keine Ahnung. Ja, es ist nur ein wildes Snubbul, das kann nix. Aber mein Dispo kann genauso wenig. Egal, ich hoffe einfach, das Teil entwickelt sich möglichst bald und wird zu irgendwas Starkem. Schade, dass wir in Flori nicht angeln können oder so. So, verwüsteter Pfad. Ich breche mich zuerst nach links durch, weil da war ein Item. Ich weiß jetzt gar nicht welches. Was kann ich dir gleich sagen? Die ganzen Pokémon, die alle... Mülltreffer. Mülltreffer? Geil. Was ist denn das? Eigentlich ist es die stärkste Giftattacke. Aber hier ist die Stärke bestimmt verändert. Mal gucken. Beutel. Das ist die stärkste physische Giftattacke, wohl angemerkt. Stärke 90, Genauigkeit 70. Oh je. Dann ist sie nicht nur schwächer, sondern hat auch weniger Genauigkeit. Werde ich es nicht einsetzen. Ist praktisch sowas wie Fauna-Statue oder was? So in der Art. Eben, dass man sich danach nicht aufladen muss. So, Route 204. Siehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, dann ist es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Ja, nur leider sterben unsere Pokémon weg wie Fliegen. Ja, das stimmt. Ein Mentalkraut. Schön. Ich weiß jetzt gar nicht, was es macht, aber egal. Was ist das für ein Trainer, der sich von Duft der Blumen anlocken lässt? So eine Aromafrau, ja, eigentlich Elite 4. Ich war Albini, dass ich niemals bekommen werde. Ja, quäl mich weiter. Das Eishieb kam, ist klar. Sonic ist eingefroren. Toll. Das ist immer wieder verblüffend, wie Pokémon, die Feuer in ihrem, auf ihrem Körper haben, einfrieren können. Aber es ist aufgetaut. Naja, bei Paul und Baby kann er auch das Feuer einfrieren. Wie auch immer. Als Paul ein Feuer machte, gefror es sofort zu Eis. Als er ein zweites Feuer machen wollte, um das erste wieder aufzutauen, weiß ich nicht mehr, was sie einsetzen wollte. Kindwurm.
Willst du mich verarschen? Ja. Heidi ist tot. Visor? Oh, das heißt, mein Visor ist auch weg, ne? Ja. Armstoß dreimal getroffen. Oh, Damage. Da waren es nur noch drei. Boah, was ist das für eine Challenge? Ich sehe es voraus, wir leben hier am Limit. Wir werden immer nur mit wenig Pokémon hier antreten. Ich merke schon. Luba kann das Teil auch gegen meine Gelava. So, Frostbeule. Schon wieder Armstoß. So, weg mit dir. Scheiß Teil. Dafür habe ich ein Level up, wenigstens etwas. Wenn wir irgendwann nur noch zwei oder ein Pokémon haben, sollte es eigentlich leichter werden. Und dann ist das mit der Levelbegrenzung ein bisschen krass. Ja, das stimmt auch wieder. Oh Mann. Wieso ist halt echt ein krasser Verlust. Das ist eins meiner stärksten Pokémon noch gewesen. Er hätte es gar nicht besiegt werden sollen. Es war ja stärker, aber nee. Schaloko, ja, da packst du jetzt so ein Weichei aus. Okay. Auf Wiedersehen, wieso? Jetzt ist mein Kummer auch weg. Jetzt habe ich nur noch... Ja, jetzt habe ich nur noch Toph, Pan und Mo und Kaito Kid. Kaito Kid und zwei Frauen. Ja. Das sind deine Fangirls. Rabouts. Rabouts, meine ich. Sollte auch kein Problem für Sonic sein. Ich sehe es jetzt schon, wir werden nicht lebend bei der zweiten Arena ankommen. Das ist echt übel. Also ich weiß ja, dass die Platin-Edition die schwerste aller Editionen ist, aber trotzdem. Es kann doch nicht sein, dass sie so schwer ist. What? Nebelball, eine Stärke von 105. Okay. Ja, tschüss Frostbeule. Sonne gelernt Nebelball. Spezialattacke von Latias. Scheinwerfer ist übrigens die Spezialattacke von Latios. Okay. Ein Bronzel. Das wäre auch interessant. Da brauchen wir zu Schneider. Oh, hast du gegen diese Blumentussi verloren? Ja, gegen die ganz erste, wenn man aus der Höhle rauskommt. Die heißt auch Elite vor Zoe, ne? Ja. Ich kämpfe jetzt gegen die Zwillinge. Mhm. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ich hoffe nicht. Bitte habt irgendwelche Weicheier. Senior und Junior, alles klar. Okay. Mit Duflo habe ich kein Problem. Aber Formeo eventuell. Jetzt mal überlegen. Mir fällt es einfach nicht, dass Schwabini sein erstes Pokémon ist. Okay. Gegenstoß. Moment, das funktioniert auch nicht, ne? Gegen Schwabini. Ja. Doch, Gegenstoß hat Wirkung. Gegenstoß, sicher? Gegenstoß ist Unlicht. So Unlicht gegen normal nicht. Ja, Unlicht gegen normal ist normal.
Achso. Okay. Gegenstoß ist auch noch ziemlich stark, denn wenn du Schaden nimmst, ist es doppelt so stark dann. Und hier hat es ohnehin schon eine ziemlich hohe Stärke. Okay, Kindwurm. Das brauche ich Level 12. Oh mein Gott, ist es weg. Weißt du, was auch weg ist? Mein Mobile? Ja. Jetzt habe ich nur noch zwei Pokémon. Ich auch, meine zwei stärksten. Sag mal! Ja, okay. Was soll der Dreck? Da kommt das Teil mit Psi-Strahl an. So, jetzt stehe ich schon wieder gleich auf, was das Pokémon vernichten angeht. Ja, fast. Du hast eins mehr auf dem Gewissen als ich. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, das war zu hardcore mit den Random-Attacken. Mann, ich hatte gerade Hoffnung, dass Toph eventuell noch stärker werden könnte. Ehrlich, auch noch. Nee. Hey, ich bin mit Flori angekommen, mit zwei Opfern. Oh, jetzt muss ich Abratze Primaro beibringen, weil Toph muss sich ja jetzt entfernen. Und ich muss auch jemand neuen zu Primaro beibringen. So, und da ich noch nicht in der nächsten Stadt bin, muss ich jetzt erstmal zurückrennen. Tschüss, Heidi. Tschüss, Dispo. Sonic und Spider-Man sind die letzten beiden. Aha. Ihr verarscht mich. Moment, beim Windkraftwerk ist auch noch eine Stelle, wo wir ein Pokémon fangen können. Das muss ich unbedingt ausnutzen. Pokémon fangen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sowas nicht mehr gibt hier. Habe ich Bälle. 7 nur. Ich brauche mehr. Ich brauche einen ganzen Arsch voll Pokébälle jetzt. Ja, weil sonst alle Pokémon One-Hit-ist. Netzball, ja. Ich kaufe 5 Netzbälle. Die sind gut für Käfer und ich glaube Wasser-Pokémon oder Pokémon, die geangelt wurden. Ne, Wasser- und Käfer-Pokémon, okay. Ich fühle mich einfach mal so nackt. Ja, ich habe auch nur noch zwei Pokémon. Wir brauchen nicht mehr, mit diesen beiden schaffen wir die Liga. Aha. Hey, lass mich mit dir meine Käfer-Pokémon zeigen. Hey, wie wär's mit Nein? Ich hab eine Entenkanne, danke. Okay, Kaito Kid, das ist... Ich hab vergessen, mich zu heilen im Pokémon Center, verdammt. Oh nein, schlechte Voraussetzung. Naja, ich bin nicht so stark eingeschlagen. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, ich hätte volle Power. Ja. Turbo, oh nein! Was ist Turbo? Turbodreher. Turbodreher ist nicht so stark, eigentlich. Ja, aber ich weiß das schon, dass ich hier einen Abra hab, ne? Ja, das hält physisch ja nichts aus. Eben. Abra ist mit dir gelachbar, bitte. Bitte, Abra, halte durch, ich mach jetzt fertig. Okay, Sherlock wurde besiegt. Was kommt jetzt als nächstes? Ich sehe jetzt gerade, Nebelball wird sogar noch stärker. Rabautz. Alle meine Attacken werden verschärft, geil. Durch Edelmut. Gegen Rabautz muss ich jetzt mit Pan kämpfen. Da kann ich ja Kampfattacken. Gegenstoß. Ich warte sicherheitshalber, bevor ich... Erdkräfte? Erdkräfte ist Erdbeben in spezieller Form, aber... Okay, es war nicht so stark. Komm, Rabautz, stirb. Gut. Jetzt muss ich nur noch Leben zurück ins Pokémon-Center schaffen.
Es wird geradeaus weitergehen. Weil gegen die Zwillinge musst du, glaube ich, nicht kämpfen. Aber du hast doch Tränke mit dir, oder? Wie weit ist es denn noch zur Stadt? Die Zwillinge noch. Ja gut, dann müsste ich... Ah ja, okay, Flori. Gut, dann kann ich jetzt erstmal heilen. Poké Center. Puh. Dann mache ich die Zwillinge danach fertig. Es wird ein Drahtseilakt. Aber willst du dich erst weiter nach rechts gehen und Pokémon fangen? Ganz ehrlich, nein, ich will jetzt die Zwillinge loswerden. Okay. Ich will die Route hinter mir haben. 204 hatten wir die eigentlich schon? Ja klar, da hatten wir Ornli und Nidoran. Ich bin jetzt auf Route 205, hier könnte ich was fangen. Hilf mir Trainer, bitte, mein Papa und so weiter, ja. Natürlich. Okay, Duflo und Phormio. Windkraftwerk. AP top geil. Die Frage ist, wollen wir zuerst auf Route 205 oder zuerst beim Wind? Oh, wir können noch gar nicht auf 205. Das heißt, wir müssen zuerst zum Windkraftwerk. Soll ich schon mal schauen, was es hier gibt? Oder soll ich auf dich warten? Warte mal noch. Okay. Beziehungsweise eigentlich doch, du kannst ja schon mal fangen. Ich meine, sonst halte ich bloß auf. Was gibt es? Was gäbe es hier denn? Na gut. Oh, ein Choupé. Bin kein Freund davon, aber bevor ich hier mit meinen zwei Pokémon rumrenne, fange ich es lieber. Ein Okay, dann. Ball drin. Natürlich ist es wieder männlich. Kaito Kid erreicht Level 15. Han erreicht Level 15. Es liegt Rache gelüstet. Dieses Pokémon hängt sich an Dachrinnen von Häusern, denen Rachsüchtige leben. Ja. Ist das jetzt irgendwie eine Anspielung von wegen, dass ich rachsüchtig bin, weil du so meine ganzen Pokémon verrecken lässt? Als ob ich was dagegen tun könnte. Sind ja auch schon drei durch mich gestorben, also. Okay. Ich So nenne ein. dich. Also das Windkraftwerk ist rechts, oder wie? Ja. Route 205. Ja, 205 können wir erst nach dem Windkraftwerk machen. Ich nenne dich. Okay, dann gucken wir mal, was gibt's denn hier zum Win? Habe ich genug Pokébälle? Ich würde sie ja nach dem Mädel da benennen, diese Geistertusse, aber das Teil ja hier ist männlich. Hat der Hase, oder war das ein Hase? Diese Frau von One Piece, die hat doch irgendein Tier gehabt. Wie hieß denn das? Bersin? Wie schreibt man das? Keine Ahnung. Oder meinst du die Frau? Nee, das Tier, weil das hier ist ja ein Mann, was ich hier habe. Ja, das ist Bersi. Dann schreibe ich es im normal mit E. Bersi. Okay, warte mal. Was ist ein... Ist Geist effektiv gegen Drache? Nee, neutral. Und wie ist es mit Kampf? Kampf hat auf Geist keine Wirkung, Geist ist auf Kampf neutral. Nein, Kampf auf Drache. Ist auch neutral. Okay. Wieso, was hast du denn da vor dir stehen? Ein Kindwurm. Gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, das hat böse Attacken drauf, musst du aufpassen. Bersi hat ein Item, TM74. Okay. Ich mach Zertrümmerer. Bersi, willst du mir damit was sagen? Abgesang hat es als TM. Was kannst du denn?
Lehmschuss, Doppelteam, Meteorologe. Ja. Egal, besser als gar nichts. Ich will mich nicht beklagen. Du bist gerade ein Kind, und das Teil ist ja schwer zu fangen. Das merke ich. Bevor es dich besiegt, hau lieber ab, weil... Schon klar. Komplett im Ball. Dann verletze ich wenigstens nochmal selbst. Danke. So, komm, bleib im Ball. Du hast wenig KP, jetzt komm schon. Eins. Ach, Mann. Viel spannend. Ist nicht mehr verwirrt. Armstoß. Oh Mann. 4, 8. Das hat mein Visor gekillt. Okay, ich kann es nochmal probieren. Pokéball. Hast du überhaupt schon Supertränke gekauft? Yes, ich hab's Kindwurm gefangen. Geil. Wir haben wieder 3 Pokémon. Ja. Es träumt davon, eines Tages fliegen zu können und springt daher jeden Tag von hohen Klippen. Kindwurm, Drache. Weiblich, okay, dann weiß ich schon mal, wie ich es nenne. Du hast schon wieder ein Weibchen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig schreibe. Naja, halb so blöd, schon wild, wenn es falsch geschrieben ist. So, Toro. Toro? Mhm. Sag mir nix. Ist das mir bewusst? Schätz mal den Typen da. Ich muss mich erstmal heilen. Mag es bloß nicht, in das Kraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galaktik gehört, den Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns zu den Zutritt kämpfen. Um den Zutritt kämpfen. So. Tentaka. Okay, sollte nicht so schwer sein. So, Toro, wie sieht's denn bei dir aus? Ist beharrlich, mag süßes Essen, Wesen scheu, Regenguss, Genuss, langsam Wiederherstellung von KP bei Regen, okay. Angriff ist ganz okay. Scheu mindert den Angriff, steigert aber die Initiative. Das ist natürlich kein wirklich gutes Wesen für das Spiel. Nee, eigentlich nicht. So, Pokémon... Verdammt, Text zu schnell. Wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Hahaha, ha, ha. Ja, verrat mir das bloß. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha! So, eingesperrt. Der 205 kann ich noch nicht. Wenn man am Blumenfeld wenigstens was fangen könnte. Das kann man leider nicht. Ja, wenn es hart drauf aufkommt, wir können ja immer noch mit Angeln wieder unser Isar zurückkriegen. Apropos Windkraftwerk soll ich aufschlagen. Windkraftwerk. Ich habe ein Choupé. Man kann Chappet oder Choupé sagen. Ich sag lieber Choupé, weil es besser klingt. Und du hast ein Kindwurm, glaube ich.
So, dann gehe ich mal aufs Blumenfeld. Ich habe notfalls ein Magnaien, was alles über den Haufen klatscht. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen, Team Galaktik wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Ey, das Kind da hat alles gesehen. Was machen wir nur? Nun. Es fehlt noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Wir sind auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bark seinen Mund hält. Warum nimmt er nicht einfach ein Messer und sticht uns ab? Tja. Okay, der hat einen Blutzug. Natürlich setzt das Knochenkeuler gegen mich ein. Das ist gut. Team Galactic ist so dumm, es verrennt einmal alle seine Pläne gerade. Ja. Dass die auch immer Pokémon haben mit Attacken, die gut gegen meine sind. Berserk erreicht Level 10. Weil ich habe auf Igelava gewechselt, dann kommt eine Bodenattacke. Wie kommt man jetzt zu diesem Blumenfeld? Das ist links oben bei Flori. Aber da war doch nichts. Doch, ein Durchgang. Oh, ich komplett übersehen. Außen von Mann, Florian. Mann, das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin der Nächste dran. Ha, ha, ha. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Ja, das wird Osoma gerne sehen. Quietel. Ja, sehe ich auch wirklich gerne. Das lässt sich leicht zerstören. Weil es nichts aushält. Eben. Ein Zertrümmerer, das Vieh ist weg. Und Level es kann 40. Raumschlag. Ja, ich weiß, konnte mein Kükel auch. Ein Volltreffer sind nur 8 KP, wie niedlich. Ja. Eruption. Bitte. Okay, es macht nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Quickel hat ja auch keinen besonders guten KP-Wert. Das Ding hat Knochenkeule drauf. Ja, damit hat es mein Sonic überrascht. Nochmal Eruption. Wo auch immer so ein Blutzug Eruptionen herholt. Vielleicht rastet es einfach nur aus. Das zweite Pokémon vom linken Typ ist Oh dann nein. Hutut. Ging nochmal gut. Oh nein, das wird ohne Finalschlag als Fähigkeit. Mehr Blutzug? Ja. Weiß ich nicht, ich habe speziell angegriffen. Ich möchte eine Beförderung, um etwas zähere Pokémon zu bekommen. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Gefühlte Hey! Worte. So stark wie das Kind ist. Kaito Kid entwickelt sich. Von was zu was? Von Abra zu Celebi! Was? Okay, hast du jetzt wenigstens was Gutes? Glückwunsch, dein Kaito Kid wurde zu Celebi. Wie sehen denn die Werte aus? Gute Frage. Mann, ist das lahm, sie werden mir den Lohn kürzen. Naja. Musst aber aufpassen, weil das Teil jetzt eine doppelte Käferschwäche. Was, Celebi hat eine doppelte Käferschwäche? Ja. Was ist denn das für ein Typ? Psychopflanze. Oh, okay. Aber das passt ja, weil wir kommen ja bald in den Ewigwald und Celebi soll ja angeblich der Hüter des Ewigwalds sein. So, dann zeig mir mal den Bericht. Angriff 45. Wow, geil. Verteidigung 42, Spezialangriff 40, Spezialverteidigung 38 und Int 33. Gar nicht mal so schlecht. Das ist besser als mein Magnaien. Wow. Ja, jetzt hast du deinen persönlichen Joker. Ja, Spaß zertrümmere für es. uns. Alter, geil, ich Das habe ein sind. legendäres Entwicklung rausgekriegt. Ja, das Quick überwunden, das war zu erwarten. Ja, der Schlüssel fürs Windkraftwerk gibt das her.
Das Hutut mache ich jetzt auch mit Zertrümmerer bestimmt fertig. Den alten Mann kannst du danach lesen. Ich habe jetzt. Ja, gib mir Honig, die ich nicht brauche. Ja, das Hutut ist auch gewonnen. Alter, das Abra ist echt ein Glücksgriff gewesen. Kaito Kid ist genial. Celebi passt ja auch irgendwie zu Kaito Kid, weil ist ja auch ein Psycho-Pokémon. So, okay, was sagst du? Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier gelassen vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Summe erhält K-Schlüssel. Kackschlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Die Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Die waren rechtlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich bei dir bedanken. Bitte nimm etwas von diesem süßen, süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Honige erhalten. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baums schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Ist jetzt hier noch oben irgendwas? Nee. Am Ende des Ganges ist so ein Honigbaum, wo du es aufklatschen könntest und ein Haus mit Leuten, die nichts besonders sagen. Aber warte mal, das Ding ist doch Blumenfeld, oder nicht? Ja. Auen von Flori, wenn man da Pokémon anlocken kann, kann man da nicht in eins fangen? Ja, aber das ist blöd, weil da muss man 6 Stunden warten, bis der Honigbaum... Ach so. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ah, okay. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal bei meinen Pokémon heilen. Insbesondere bei meinen Celebi. Oh ja, Celebi. So, ich stehe jetzt hier vorm Windkraftwerk. Also, egal was du tust. Egal was du tust. Lass nicht das Pokémon verrecken. Lass nicht dein Igelava verrecken. Igelava ist saustark, das hat nur overpowered der Attacken. Ich glaube wohl kaum, dass das mir wegstirbt. Wenn das hier stirbt, dann raste ich aus und komme ich nach Österreich und erwürge dich. Oh. Okay, also dann, ich bin jetzt auch vom Windkraftwerk. Das war... Ich meine, du hast begrüßt, oder? Ja. Ja. Also dann, das war die, ja, Pokémon Platinum Soul Link Challenge mit Wolf für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.